Eine Sache, die man wissen muss, ist, wenn man nach Bremen kommt, wir sind hier zwar im Norden und dem Norden sagt man ja nach, dass wir nicht gerade euphorisch sind, was den Kontakt zu anderen Menschen angeht, die körperliche oder sonstige Nähe. Aber eins muss man wissen, Bremerinnen und Bremer sind ungeheuer offen und sind ehrlich gesagt immer für einen Schnack zu haben. Und man muss wissen, keine Distanz, sondern die Menschen ansprechen, den Kontakt aufnehmen und miteinander ins Gespräch kommen. Das ist, man sollte sich da von irgendwelchen Legenden und von irgendwelchen Dingen, die man gelesen hat, nicht abhalten lassen. Bremen ist eine kommunikative, offene Stadt. Und wenn Sie hierher kommen, schnappen Sie sich die Nächstbeste oder den Nächstbesten und unterhalten sich übers Wetter oder über was anderes. Das ist ganz wichtig. Zweitens, wenn man nach Bremen kommt, dann muss man natürlich am Anfang schon den Kern Bremens erleben. Das ist der Marktplatz mit dem historischen Ensemble, dem Rathaus, der Handelskammer, dem Schütting, dem Bürgerschaftsgebäude, weil was schön und der anschließende Böttcherstraße und dann später auch dem schon was Kompakteres und Schöneres in einer Stadt kann man kaum finden. Und wenn man sich das Rathaus anguckt, dann muss man einmal in sich reinsinken, muss sagen, wo gibt es so ein Rathaus, was seit 1400 unzerstört da steht und eigentlich verkündet, dass man sich auf dem Boden einer der ältesten Stadtrepubliken der Welt befindet. Und man hat vielleicht vieles andere mal über Bremen gehört und gelesen, aber man muss sich immer wieder deutlich machen, all das ist eigentlich nur eine Seite in dem dicken Buch der Bremer Geschichte, was symbolisiert wird durch unser wunderbares Rathaus, was auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Der dritte Punkt, man darf nicht den Fehler machen, Bremen auf seine ehrwürdige und ruhmreiche Geschichte zu reduzieren. Weil wenn man die Augen offen hält, dann wird man Bremen als Stadt unglaublicher Modernität erleben. Es weiß kaum jemand, dass Bremen die Raumfahrtstadt Deutschlands ist und eine der Raumfahrtstädte der Welt. Und das kann man auch an ganz vielen Punkten sehen. Und wenn man die Augen offen hat und sich damit beschäftigt, dann wird man merken, wow, neben dem altehrwürdigen Rathaus gibt es auch das ganz moderne Bremen. Und wäre schade, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und das Letzte, wenn man nach Bremen kommt, muss man natürlich auch die Stadtmusikanten sich angucken. Nicht, weil die so bekannt sind, nur sind sie auch. Und weil es so ein bekanntes Märchen ist. Sondern wenn man genau hinguckt, zeichnet die Stadtmusikanten das aus oder symbolisieren die Stadtmusikanten das, was Bremen ist. Dass man nämlich, wenn man zusammenhält, Räuber verjagen kann. Dass auch, wenn man nicht mehr als zu so viel Nutzer erscheint, dass man sich zusammenschließen kann und ein besseres Leben suchen kann, dass man innovativ ist, wenn man größer erscheinen muss, als man tatsächlich ist und dass Solidarität zeigt, der Starke ist am stärksten allein und vereint sind auch die Schwachen mächtig. Also, man gucke sich die vier Tiere an, erinnere sich an das Märchen und man nehme es als Zeichen für ein solidarisches weltoffene Stadt, die vielfältig ist und zusammenhält. Ich glaube, dann kann man sich Bremen gut annähern.